Herzlich willkommen zur nächsten Lektion in Java. Da werden wir uns mit zwei wichtigen, grundlegenden Begriffen beschäftigen, nämlich mit dem Begriff Variable und Datentypen. Auch hier möchte ich Sie wieder dazu animieren, dieses Werkzeug zu verwenden. Also bitte denken Sie dran, wenn Sie mitschreiben, entsteht ein von Ihnen selbst verfasstes Skript. Und das ist sehr, sehr wertvoll, weil Sie auf diese Art und Weise einfach sehr viel mehr behalten. Gut, fangen wir an. Der Begriff der Variable, ganz zentraler Begriff in jeder Programmiersprache. Was ist eine Variable? Variablen sind Behälter für Werte. Es ist ein Behälter für einen Wert. Behälter für einen Wert, für Werte. Letztlich bezeichnet eine Variable ein Stück Hauptspeicher. Also der Wert wird im Hauptspeicher des Rechners abgelegt. Und diesen Wert, der in einer Variable gespeichert ist, den können Sie jederzeit ändern. Und deshalb auch der Begriff Variable. Es ist eben variabel. Sie können sich am einfachsten vielleicht vorstellen, nehmen Sie mal einen einfachen Taschenrechner. Auch primitive Taschenrechner können in der Regel einen Wert zwischenspeichern. Da haben Sie so einen Store für Speichern und einen Recall für Zurückholen. Und sowas ist eine Variable, nur dass wir eben nicht nur einen Wert speichern können, sondern wir können praktisch beliebig viele Variablen definieren, bis unser Hauptspeicher vom Rechner voll ist. Und das ist einfach eine total praktische Sache. Sie erinnern sich vielleicht an unsere Lektion über Programmiersprachen und den Assembler. Da haben wir gesehen, dass eine Variable, das x zum Beispiel, von dem Ort abstrahiert, auf dem das im Hauptspeicher abgelegt wird. Wir mussten uns nicht mehr die Hauptspeicheradresse merken. Gut, Variablen haben einen Namen. Sie sollten das mit einem Kleinbuchstaben beginnen in Java. Also mit Kleinbuchstaben starten. Ansonsten können Sie sich den Namen relativ frei ausdenken. Bestimmte Dinge sind nicht erlaubt, aber das ist jetzt zu detailliert. Also zum Beispiel x oder y oder Länge vermeiden Sie übrigens oder Höhe oder Zähler. Vermeiden Sie Umlaute in Variablennamen. Es geht zwar in den meisten Umgebungen, aber es ist trotzdem klug, das nicht zu machen, weil wenn man von einem Rechner zum anderen geht, kann das unter Umständen schon mal Schwierigkeiten bereiten. Selbst in Zeichen von Unicode. Gut, außerdem hat eine Variable einen Typ, ja, einen sogenannten Datentyp. Zum Beispiel int oder double oder string. Wir werden die Datentypen gleich noch kennenlernen. Ja, und das Interessante oder das Wichtige bei Java ist, dass Sie in einer Variable eines bestimmten Typs auch nur Werte dieses Typs speichern dürfen. Das heißt also, Java ist da sehr strikt. Java verlangt, dass wir jede Variable mit einem Typ versehen. Sie können keine Variable ohne Typ definieren. Und Java überprüft, dass Sie wirklich nur Daten dieses Typs, des jeweiligen Typs, in dieser Variable drin speichern. So, bei der Definition der Variable geht das so, dass Sie schreiben int x, Semikolon. So haben Sie die Variable x vom Typ int definiert. Übrigens int sind ganze Zahlen, kommen wir gleich dazu. Und das heißt, Sie können jetzt in diesem x Zahlen speichern. Sie können bei der Definition auch gleich einen Wert vorgeben. Also Sie können zum Beispiel sagen int Anzahl ist gleich 1. Jetzt definieren Sie die Variable Anzahl und geben mir sofort den Wert 1. Das heißt, am Anfang hat sie den Wert 1 und später können Sie dann den Wert ändern. Also Sie können später sagen, Anzahl ist gleich 2. Und dann ist in diesem Stück Hauptspeicher, auf das das Anzahl zeigt, ist jetzt keine 1 mehr gespeichert, sondern eine 2. Die Variable hat ihren Wert geändert und deshalb eben auch
dieser Begriff Variable. Gut. Sie können übrigens, wenn Sie Variablen definieren, können Sie gleich mehrere definieren. Sie können also zum Beispiel sagen, Double A, B, C gleich 4.0, D. Dann haben Sie vier Variablen A, B, C, D vom Typ Double definiert. Double kommt gleich. Und Sie haben einer dieser Variablen den Wert 4 gegeben. Sie sehen, Double muss man mit 4 Punkt schreiben. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und die anderen Variablen haben den Wert 0. Also A, B und D sind 0. Ja, 0.0, um genau zu sein. Gut. So definieren wir Variablen. Und bevor wir weitermachen, schauen wir uns erstmal die Datentypen an. Was ist denn überhaupt ein Datentyp? Und welche Datentypen kennen wir? Nun, es gibt zwei Arten. Es gibt elementare Datentypen. Und es gibt Referenzdatentypen. Wieder zwei wichtige Begriffe, die Sie sich bitte merken. Elementare Datentypen werden in manchen Büchern auch als primitive Datentypen bezeichnet. Aber Informatiker werden manchmal auch als primitive Datentypen bezeichnet. Das ist aber ein anderes Thema. Und Referenzdatentypen, das sind Klassen, wie wir gleich sehen werden. Gut, wir schauen uns erstmal die elementaren Datentypen an. Das Schöne ist nämlich, davon gibt es nur sehr wenige. Und in Java gibt es 9 Stück. Und das noch Schönere ist, uns reichen in den nächsten Wochen 3. Ja, da gibt es einmal den Datentyp int. Der Datentyp int, der umfasst eine Untermenge der ganzen Zahlen. Der ist also für ganze Zahlen. Sie können nicht beliebige ganze Zahlen da drin speichern, weil unser Hauptspeicher begrenzt ist. Wie groß der Zahlenbereich ist, ist uns im Moment auch noch egal. Und wenn Sie so einen Datentyp definieren, dann gibt es zusätzlich zum Namen des Datentyps und was man darin speichern kann, noch zwei zusätzliche wichtige Informationen. Das eine sind die sogenannten Literale. Das sind Zeichenketten, mit denen man konstante Werte dieses Datentyps bezeichnet oder bestimmte Werte. Also Literale von ganzen Zahlen ist zum Beispiel die 1 oder die 0 oder die 42 oder die minus 66. Also Int-Literale bestehen aus Ziffern und eventuell noch einem Plus und einem Minus. Und das sind Zeichenketten, die ganze Zahlen bezeichnen. Also zu jedem Datentyp gehören bestimmte Literale dazu und die Literale vom Typ int sind eben solche Zahlen. Davon gibt es so viele, wie man Zahlen speichern kann. Es ist von minus 2 Milliarden bis etwa plus 2 Milliarden, aber das ist im Moment noch unerheblich. Gut, der nächste Daten, achso, ja, und dann haben wir noch Operationen, Operatoren. Die Operatoren für int, das ist das Plus und das Minus, der Schrägstrich und der Stern. Das sind nämlich die sogenannten Grundrechenarten. Und dann gibt es noch ein Prozent. Damit beschäftigen wir uns später nochmal etwas ausführlicher. Spielt im Moment noch keine Rolle. Aber das sind die Operatoren, die man auf ganze Zahlen anwenden kann. Und man macht dann eben zum Beispiel Ausdrücke. Man sagt dann also int x ist gleich 4 plus 8 minus 6 mal 3. Da können Sie dann solche Rechenausdrücke bilden und können mit ganzen Zahlen rechnen. Da gibt es noch ein paar Regeln, die wichtig sind, aber im Moment mogeln wir uns um die mal herum. Es geht vor allem bei der Division, wird es ein bisschen komplexer, denn Dividieren von ganzen Zahlen ist nicht, es ist ein bisschen speziell auf dem Computer. Gut, das ist der Typ int.
Unterstreichen wir es nochmal. Ganze Zahlen. Der nächste Typ, der für uns wichtig ist, von den elementaren Datentypen, das ist der Typ Double. Double, das sind Dezimalzahlen, gebrochenrationale Zahlen. Also Dezimalzahlen. Wenn Sie etwas abzählen wollen, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, dann brauchen Sie ganze Zahlen. Wenn Sie aber beispielsweise eine Länge oder eine Breite oder ein Gewicht oder eine Masse oder irgend sonst was haben, dann brauchen Sie häufig gebrochene Zahlen, weil Sie eben auch einen gebrochenen Anteil haben. Und dann nehmen Sie nicht den Typ Int, sondern dann nehmen Sie den Typ Double. Während wenn Sie den Typ Double nehmen, können Sie schlecht zählen. Also Sie können bei Double-Zahlen relativ schlecht zählen. Literale vom Typ Double unterscheiden sich dadurch, dass sie einen Dezimalpunkt haben. Vorsicht, kein Komma, sondern ein Punkt. Also zum Beispiel 1 Punkt ist kein Literal mehr vom Typ Int, obwohl es ja eigentlich eine ganze Zahl wäre, sondern durch den Punkt wird es zum Literal vom Typ Double. Oder auch 0 Punkt oder 4.2 oder 3.1415 und so weiter. Also in dem Moment, wo Sie in einer Zahl einen Dezimalpunkt drin haben, wird diese Zahl, dieses Literal oder -66.0. Das ist auch ein Literal vom Typ Double. Die Operatoren, das ist jetzt hier relativ einfach. Die Operatoren vom Typ Double, das ist wirklich Plus, Minus, Schrägstrich und Stern. Na, der Stern sieht nicht besonders gut aus. Den machen wir nochmal weg. Stern. Und das sind die Grundrechenarten. Man addiert, man subtrahiert, man dividiert und man multipliziert. So, mit diesen Dingern können wir rechnen. Und das sind zwei von drei elementaren Datentypen, die wir überhaupt nur brauchen im Moment. Und ich will auch gar nicht sehr viel mehr dazu sagen, als das, was ich hier sage, denn man sieht später, wenn man anfängt, mit den Sachen zu arbeiten, wie es funktioniert. Und wie schon eingangs gesagt, wir werden alles nochmal in der Tiefe wiederholen. Im Moment versuche ich Sie innerhalb von 3 bis 4 Wochen so weit zu kriegen, dass Sie schon richtig coole kleine Programme schreiben können. Und da ist es nicht so wichtig, dass man den Bereich der ganzen Zahlen kennt. Und da ist nicht so wichtig, dass man so Feinheiten kennt wie wie ist die Genauigkeit von Double-Zahlen. Das ist im Moment alles mal relativ unwichtig. Gut. Und dann gibt es einen dritten Typ, den wir auch brauchen. Und das ist der Typ Boolean. Auch wieder klein geschrieben. Sie sehen, diese elementaren Datentypen erkennen Sie daran, dass Sie mit einem Kleinbuchstaben beginnen. Ja? Sobald ein Typ klein geschrieben ist, ist es ein elementarer Datentyp. Und das sind logische Werte. Boolean sind logische Werte. Und das Schöne an Boolean ist, wir haben hier nur 2 Literale. Das ist einmal true und einmal false. Mehr gibt es nicht. Wir haben in unserem allerersten Beispiel, in einer der ersten Aufgaben, ja schon mal etwas gehabt wie Fenster Punkt set visible Klammer auf true. Da haben wir ein Literal vom Typ Boolean verwendet, indem wir dieses Fenster auf sichtbar gesetzt haben. Also so ein typisches Beispiel. Und wir brauchen die Boolean-Werte auch fast nur in diesem Kontext, also fast nur um etwas einzuschalten oder auszuschalten, wenn wir irgendwas mit unseren Objekten machen. Diese 3 Datentypen, Int, Double und Boolean, das sind die elementaren Datentypen, die Sie im Moment kennen müssen. Mehr braucht es nicht und wir machen auch recht wenig damit. Wir geben sie meistens nur an irgendeine Methode runter, um eine Breite zu setzen von einem Fenster oder ein Fenster so zu setzen, dass es auf irgendwas reagiert, indem wir true setzen. Viel mehr brauchen wir im Moment nicht. Später gehen wir nochmal viel genauer auf die Datentypen ein. Da kann man noch eine ganze Menge dazu sagen. Das ist aber im Moment relativ wurscht. So, dann kommen wir zu den Referenzdatentypen.
Das sind unsere Klassen. Jede Klasse ist ein Referenzdatentyp. Und dabei ist es ganz egal, ob diese Klasse schon da ist in Java, wie zum Beispiel die Klasse String oder die Klasse JFrame oder JPanel und was wir alles so ein bisschen verwendet haben in den Übungen. Oder ob das eine Klasse ist, die Sie selbst schreiben. Das heißt also, Ihre Hallo Welt-Klasse ist nicht nur eine Klasse, sondern gleichzeitig auch ein Datentyp. Ja? Also Klassen sind Datentypen und diese Datentypen nennt man Referenzdatentypen. Und zwar deshalb, weil Variablen dieses Typs Objekte referenzieren. Die zeigen auf Objekte. Also das Modell, wie das im Hauptspeicher abgebildet wird, ist ein bisschen anders als bei den elementaren Datentypen. Aber das kommt auch erst später. Gut. Machen wir mal ein kleines Beispiel. Wir hatten unsere Klasse Konto das letzte Mal. Nehmen wir mal an, die Klasse Konto gibt es. Dann können wir sagen, Konto, mein Konto. Und Sie sehen jetzt, wir definieren eine Variable vom Typ Konto, weil die Klasse Konto ist ein Datentyp. Wir haben jetzt noch kein Objekt gemacht, sondern diese Variable zeigt möglicherweise auf ein Objekt. Und damit sie auf ein Objekt zeigt, muss ich auch ein Objekt erzeugen. Und das machen wir in Java mit new. Und dann sagen wir new Konto, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Okay? So, diese Anweisung, diese Java-Anweisung macht zwei Dinge. Und wir lesen das mal von rechts nach links. Rechts wird ein Objekt vom Typ Konto erzeugt. Erzeugt ein Kontoobjekt. Gut. Cool. Der New-Operator in Java ist die einzige Möglichkeit, um Objekte zu erzeugen. Es gibt eine einzige Ausnahme bei Strings, aber wenn wir das mal im Moment außer Acht lassen, wenn Sie Objekte erzeugen wollen, dann müssen Sie new sagen. New erzeugt ein neues Objekt. Und dann geben Sie den Typ an. Und dieser Typ Konto wird dann gefolgt von einer runden Klammer auf. Und da sehen Sie an der Stelle schon eine kleine Ausnahme. Ich habe gesagt, immer wenn eine runde Klammer aufkommt, dann ist es eine Methode. Und Methoden werden klein geschrieben. Hier wird in der Tat eine Methode gerufen. Also wenn Sie sagen New Konto, dann ruft das eine Methode und diese Methode, die nennen wir einen Konstruktor. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber hier schon mal erwähnt. Konstruktor ist die Methode, die so ein Objekt initialisiert. Und das ist die einzige Ausnahme von der Regel, dass Methoden mit einem Kleinbuchstaben beginnen. Der Konstruktor einer Klasse oder die Konstruktoren einer Klasse, die haben den gleichen Namen wie die Klasse. Und deshalb beginnen sie mit einem Großbuchstaben. Also rechts von diesem Ist-Gleichzeichen erzeugen wir ein Kontoobjekt. Und links von diesem Ist-Gleichzeichen definieren wir eine Variable. Okay? Also wir definieren die Variable mein Konto vom Typ Konto. Der Variablenname beginnt mit einem Kleinbuchstaben und Sie können dann noch Großbuchstaben reinstreuen, um das lesbarer zu machen. Rechts von dem Ist-Gleichzeichen erzeugen wir ein Objekt vom Typ Konto. Und wie ich ja schon eingangs gesagt habe, können Variablen eines bestimmten Typs Werte dieses Typs, in diesem Fall Objekte dieses Typs, speichern. Und dieses Ist-Gleichzeichen, das nennt man eine Zuweisung. Und dieses Ist-Gleichzeichen speichert das neue Kontoobjekt in der Variable Konto. Das ist ein bisschen schlampig ausgedrückt. Streng genommen speichern wir in mein Konto nicht das Objekt selbst, sondern die Adresse des Objekts oder man sagt auch die Referenz des Objekts. Das ist aber im Moment noch wurscht.
Aber übrigens, deshalb heißen die Referenzdatentypen, weil wir in den Variablen von Referenzdatentypen nicht die Objekte selbst speichern, sondern die Referenz vom Objekt. Aber wie gesagt, das ist noch im Moment zu detailliert. So. Und jetzt können wir diese Variable mein Konto, die können wir jetzt verwenden, indem wir sagen, mein Konto Punkt einzahlen Klammer auf 40. Ich nehme mal an, dass wir da Cent im Konto definieren. Wahrscheinlich würde eine Bank sogar Zehntel Cent oder Hundertstel Cent nehmen, egal. Das heißt, ich würde jetzt sozusagen in mein Konto 40 Cent einzahlen. Und hier sehen Sie diesen Punktoperator. Das ist der Punkt oder Referenzoperator. Ich kann nämlich mit diesem Punktoperator auf die Eigenschaften und Methoden eines Objekts zugreifen. Also wir unterstellen jetzt mal, dass wir das Konto vom letzten Mal schon definiert haben, also die Klasse Konto. Und auf die Art und Weise können wir das jetzt direkt machen. Ich will Ihnen das nochmal eben am lebenden Objekt zeigen. Ganz einfach deshalb, weil das relativ elementar ist, was wir gerade machen. Und ich mache Ihnen mal hier erstmal ein Package Beispiele. Schreiben Sie übrigens bitte ruhig nochmal mit. Das hat jetzt nur den Vorteil, dass ich mich nicht, also dass ich nichts Falsches schreibe, das würde mir der Compiler ja merken. Also ich mache hier mal eine Klasse Konto, so wie wir es eigentlich in der letzten Stunde schon gehabt haben. Und in dieser Klasse Konto, da definiere ich mir mal ein Private Int. Auf das Private kommen wir gleich noch zu sprechen, das vergessen Sie mal im Moment. Ein Private Int Nummer, Saldo. Das heißt, so ein Konto hat eine Kontonummer. Und ein Saldo und ich definiere mal ein Public Void, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, einzahlen von Int Wert. Das ist unsere Methode einzahlen, die wir hier gerade verwendet haben. Ne? Und dieses Einzahlen, das macht Saldo. Ist gleich Saldo plus Wert. Das erhöht also sozusagen das Saldo. Und wenn ich jetzt hier ein Main reinmache, also ein Public Static Void Main String, na, ah, dann kann ich, wie gerade eben geschehen, dann kann ich sagen, Konto, mein Konto ist gleich New Konto. Und dann kann ich sagen, mein Konto einzahlen. Na, da flippt aus. 40. Na, Sie sehen also, mit diesem Punktoperator kann ich jetzt auf eine Methode vom Typ Konto zugreifen, weil die Variable mein Konto eine Variable vom Typ Konto ist. Okay? Gut. Viel mehr müssen wir im Moment nicht wissen. Man könnte noch ziemlich viel dazu sagen, machen wir aber im Moment nicht. Wie gesagt, wir sind immer noch im Turbogang und versuchen ganz schnell mal irgendwas hinzukriegen, damit Sie schön arbeiten können und tolle Dinge machen können. Sie müssen nicht alles verstehen, sondern es reicht, wenn Sie so der Spur nach wissen, was Sache ist. Und deshalb zwischendurch immer mal wieder ein kleines Mini-Mini-Beispiel, damit Sie sehen, wie es funktioniert. Übrigens, das ist hier auch interessant. Wir verwenden innerhalb der Klasse Konto Objekte vom Typ Konto. Das geht. Also ich habe hier diese Klasse zunächst mal als Klasse definiert, von deren wir Objekte machen können. Das ist also sozusagen
eine Klasse, um sie zu instanzieren, um Instanzen oder Objekte davon zu machen. Instanz ist einfach nur ein anderer Name für Objekt. Das sind die Eigenschaften dieser Objekte. Also jedes Konto hat eine Nummer und ein Saldo. Die Nummer wird hier im Moment gar nicht verwendet. Das ist eine Methode vom Typ Objekt. Und dann machen wir eine Main-Methode hier rein, um das Ding zu einer App zu machen. Und damit kann ich eben das Ding auch noch nachher ausführen. Im Moment nützt es nichts, das auszuführen, weil wir natürlich gar nicht wissen, was in dem Konto drin ist. Aber ich könnte natürlich Folgendes machen. Ich könnte mal machen System.out.println Saldo ist gleich plus mein Konto.saldo. Das machen wir vielleicht mal noch eben. Da ist das K nicht groß geschrieben. Und jetzt sehen Sie, wenn ich dieses Programm laufen lasse, und ich kann es ja laufen lassen, weil es eine App ist, durch die Main-Methode, dann schreibt er hier raus, Saldo ist gleich 40, also das Konto, unser Konto hat tatsächlich im Moment den Wert 40. Und wir könnten natürlich ein weiteres Konto definieren, das hätte dann einen anderen Wert, das hätte ein anderes Saldo. Ne? Machen wir das mal eben auch noch. Sagen wir noch Konto, noch ein Konto ist gleich New Konto. Und wenn ich jetzt hier System.out.println von Saldo von noch ein Konto ist gleich plus noch ein Konto.saldo schreibe. Da ist auch ein Fehler. Dann machen wir das mal groß. Ne, machen wir das da unten klein, ist vielleicht besser. Dann sehen Sie unser erstes Konto, wo wir schon. Ah, da ist noch ein Fehler. Hier können wir übrigens auf den Fehler gehen. Das habe ich natürlich jetzt absichtlich gemacht, damit Sie mal sehen, wie man solche Fehler findet. Hier sehen Sie Syntax Error und hier ist auch sehr schön. Er sagt Insert Semicolon to Complete Statement. Das ist natürlich ein typischer Anfängerfehler. Da fehlt am Ende eines jeden Befehls ein Semikolon. So, und jetzt sehen Sie, unser erstes Konto, was hier in der Variable MeinKonto gespeichert ist, hat ein Saldo von 40, weil wir da eine Einzahlung vorgenommen haben. Und das andere Konto hat ein Saldo von 0, weil wir dort noch keine Einzahlung vorgenommen haben. Und Sie sehen auch, diese Variablen, die werden mit 0 initialisiert, wenn man sonst nichts dazu sagt. Gut. Wir könnten jetzt zum Beispiel, nur um das zu sagen, wir sind freundlich und wir sagen, jedes Konto kriegt am Anfang mal 5 Euro. Und dann machen wir hier 4000, also das Ganze wären Cent jeweils. Und dann sagen wir hier noch plus na, damit man weiß, dass das Cent sind. Und hier auch noch. So, dann ist das Schöne, die Bank sagt, jeder, der ein Konto eröffnet, kriegt gleich mal 5 Euro auf das Konto gutgeschrieben. Und jetzt sehen Sie, wir haben jetzt hier in unserem Konto 45 Euro, also 4.500 Cent. Und das andere Konto, das hat 500 Cent, also 5 Euro Startwert, weil wir da noch nichts eingezahlt haben. So, damit sehen Sie schon so ein bisschen, wie so eine Struktur von der Klasse ist. Gehen wir auch nachher noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Ganz wichtig ist, wenn Sie so eine Klasse anlegen, haben wir hier drei Bestandteile. Das eine sind die Variablen, das andere sind die Methoden und wir haben eine Methode einzahlen und dann unsere Main-Methode, die eine Sonderstellung einnimmt, weil die static ist. Dieses Main, dieses static gehört einfach dazu, wenn wir aus der Klasse eine App machen wollen. Okay, ja, so viel mal dazu. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt, den wir gerade eben schon
angesprochen haben bei diesem kleinen Beispiel. Das ist nämlich die Frage, welche Arten von Variablen gibt es eigentlich? Es gibt nämlich in Java die sogenannten Instanzvariablen und es gibt die sogenannten lokalen Variablen. Ja? Und die schauen wir uns jetzt als nächstes mal an. Instanzvariablen man nennt die auch Objektvariablen. Das sind Variablen, die man in der Klasse definiert, aber außerhalb von Methoden. Also die sind in der Klasse, außerhalb von Methoden definiert. Das sind die Eigenschaften unserer Objekte. Objekte bezeichnen will man übrigens häufig auch als Instanzen und deshalb der Begriff Instanzvariable. Man kann auch Objektvariable sagen, aber das ist der geläufigere Begriff Instanzvariable. Instanz ist nichts anderes als ein anderes Wort für Objekt. So, das heißt, wenn wir also jetzt zum Beispiel eine Class Katze definieren, dann wäre ja das Erste, dass wir uns überlegen, was hat denn so eine Katze für eine Eigenschaft? Ja, also dann würden wir zum Beispiel sagen, private, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, aber merken Sie sich im Moment einfach mal bitte, wir machen Instanzvariablen immer private zurzeit. Kommt später noch ein bisschen allgemeiner. Warum, erkläre ich gleich noch ein bisschen. Also, wir sagen jetzt private und jetzt definieren wir, was so eine Katze für Eigenschaften hat. Also die hat ja zum Beispiel ein Alter in Jahren. Also das ist ja eine ganze Zahl. Jahre sind immer ganze Zahlen, also int Alter wäre eine Eigenschaft der Katze. Okay? Jede Katze hat ein gewisses Alter und deshalb geben wir eine Instanzvariable int Alter. Diese Variable steht in der Klasse, aber nicht innerhalb von der Methode und dadurch wird sie zur Instanzvariable. Allein durch den Ort, wo sie steht. Das war unsere Kontonummer und unser Saldo gerade eben. So, dann machen wir noch private double. Gewicht. Übrigens, bei solchen Variablen fragt man sich ja häufig, in welcher Größe werden die denn angegeben. Ich mache das dann häufig so, dass ich dann noch ein KG dazu schreibe. Dann weiß ich genau, das Gewicht wird in Kilogramm gemessen, einfach am Namen der Variable. Und wenn Sie jetzt spitzfindig sind, dann werden Sie sagen, Kilogramm ist kein Gewicht, sondern eine Masse. Aber wir machen ja keine Physik, wir machen ja Informatik. Gut, also jede Klasse hat jetzt ein Alter, jede Klasse hat ein Gewicht. Das Alter ist eine ganze Zahl, das Gewicht ist eine gebrochene Zahl, also eine Dezimalzahl, deshalb dort der Typ Double. Was hat jede Katze noch? Sie hat zum Beispiel eine Fellfarbe, also Private. Ja, Farben, da gibt es eine Klasse in Java, die heißt Color. Fellfarbe. Okay. Jetzt haben wir schon drei Eigenschaften für jede Katze. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn wir eine Katze erzeugen, kriegt jede Katze ihr Alter, ihr Gewicht in Kilogramm und ihre Fellfarbe. Das heißt also, diese Instanzvariablen gibt es so häufig, wie es Objekte vom Typ Katzen gibt. Wenn wir nachher also 40 Katzenobjekte hätten, dann gäbe es 40 mal ein Alter, 40 mal ein Gewicht und 40 mal eine Fellfarbe. Das sind Instanzvariablen. Also alle drei sind Instanzvariablen. Oder wenn Sie wollen,
dann können Sie auch dazu sagen Objektvariablen. Durch die Position in der Klasse sind das Objektvariablen. Diese Variablen haben einen Typ, also Alter und Gewicht ist von einem elementaren Datentyp. Die sind also beide vom Typ Int und Double jeweils. Und die Fellfarbe ist von einem Referenzdatentyp. Das ist nämlich von der Klasse Color. Also Color ist eine Standard-Java-Klasse. Auf die kommen wir noch zu sprechen. Und dadurch haben wir jetzt hier diese drei Variablen definiert. Und so würden wir, wenn wir so eine Klasse definieren, einfach munter anfangen, uns zu überlegen, Mensch, was brauchen wir denn? Was haben denn unsere Objekte für Eigenschaften? Was hat eine Katze noch für Eigenschaften? Und dann würden wir eben diese ganzen Variablen da drin definieren. So, Instanzvariablen. Und merken Sie sich, das Private, das ist die sogenannte Sichtbarkeit. Da gibt es drei Möglichkeiten. Es gibt eigentlich vier, aber wir werden im Großen und Ganzen nur drei verwenden. Das ist Private, Public und Protected. Merken Sie sich bitte im Moment einfach mal, dass wir Variablen, also Instanzvariablen, Private deklarieren. Später werden wir dann noch Protected machen. Also meist Private bei Instanzvariablen. So, auch da kommen wir später noch drauf zu sprechen, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Bei Vererbung, das schreiben wir vielleicht nochmal dazu, bei Vererbung kommt noch Protected dazu. Und um es schon mal erwähnt zu haben, Private heißt nur die eigene Klasse sieht diese Variable. Also nur Methoden der Klasse Katze können auf diese Variablen zugreifen. Und Protected wird später noch heißen, dass auch Methoden von abgeleiteten Klassen auf diese Variablen zugreifen können. Mehr brauchen wir im Moment definitiv nicht bei Variablen. So. Das sind Instanzvariablen. Es gibt noch eine weitere Art von Variablen und das sind die sogenannten lokalen Variablen. Und diese lokalen Variablen, die sind innerhalb von Methoden definiert. Also, wenn Sie zum Beispiel eine Methode schreiben wie public static void main, und Sie definieren eine Variable in der Methode, also zum Beispiel int x gleich 4. Dann nennt man das eine lokale Variable. Die ist lokal in main. Die gehört auch wirklich nur zu dieser Methode main und sie wird auch nur von dieser Methode gesehen. Die kann von gar nichts anderes gesehen werden. Deshalb gibt es hier keine Sichtbarkeit. Ja? Das sind in der Regel Hilfsvariablen für einzelne Methoden. Eine Sichtbarkeit macht keinen Sinn. Also Sichtbarkeit wird nicht angegeben, denn die ist ja ohnehin nur innerhalb der Methode sichtbar. Also wenn Sie so eine lokale Variable definieren, dann brauchen Sie kein Public oder Private oder Protected oder sowas hinzuschreiben. Sie schreiben die mal Variable einfach nur hin. Das sind die beiden Arten von Variablen, die wir im Moment kennenlernen müssen.
Mehr braucht es gar nicht. Wir fassen noch mal ganz kurz zusammen. Eine Variable ist ein Name für ein Stück Hauptspeicher. In Java müssen Variablen immer mit einem Typ definiert werden. Es gibt elementare Datentypen und es gibt Referenzdatentypen. Die elementaren Datentypen, die wir im Moment brauchen, das sind Int, Double und Boolean. Int für ganze Zahlen, Double für Dezimalzahlen und Boolean für logische Werte. Und dann gibt es noch die Referenzdatentypen, das sind letztlich alle Klassen. Und immer dann, wenn Sie eine Variable einer Klasse definieren und dort was reinspeichern wollen, dann brauchen Sie in der Regel den New-Operator und erzeugen mit New ein Objekt dieser Klasse und speichern das in der Variable. Und dann gibt es noch eine wichtige Unterscheidung, die damit zusammenhängt, wo Variablen definiert sind. Instanzvariablen werden in der Klasse definiert. Das sind die Eigenschaften unserer Objekte. Und lokale Variablen sind Variablen, die innerhalb von Methoden definiert sind. Da gibt es auch keine Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit bei den Instanzvariablen, nochmal ganz kurz, das ist entweder private oder protected. Und bei den lokalen Variablen macht es überhaupt keinen Sinn, eine Sichtbarkeit anzugeben. Man darf es auch nicht, denn die lokalen Variablen sind nur innerhalb der Methode sichtbar und nur innerhalb der Methode definiert. Das sind meistens Hilfsvariablen in den Methoden. So viel mal zu diesen Begriffen. Und dann ist es wichtig, dass Sie mit den Übungen anfangen und in den Übungen einfach schauen, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel eine Zuweisung oder eine Definition einer Variable programmieren, dass Sie sich immer kurz klar machen, was ist das eigentlich für eine Variable, wo steht sie, ist das eine Referenzvariable, ist das eine Variable von einem primitiven Datentyp und ist das aufgrund ihrer Position eine lokale Variable oder eine Variable, die man Instanzvariable nennt. Und in den Tests kann durchaus mal sowas vorkommen wie, Sie sehen ein Stück Programm und dann frage ich Sie, zählen Sie mal alle Instanzvariablen und alle lokalen Variablen auf. Und dann sollten Sie einfach wissen, was die Begriffe bedeuten. Gut, so viel mal in diesem Moment. Und dann machen wir demnächst mit dem nächsten Thema weiter. Für heute bleiben Sie gesund und danke für Ihre Aufmerksamkeit.